Damit wieder recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu unserem kleinen, nicen Projekt und zwar Someday to Die, Tag 4. Und ja, wir sind hier wieder beim Händler, 6.18 Uhr und wir holen uns natürlich hier wieder unsere neuen Aufgaben. Und wir gucken mal, dass wir was finden, was vielleicht, ja, ich hätte jetzt fast gesagt südlich ist, aber wir haben nichts südliches, wir haben nur nördlich, nee, westlich, nicht nördlich. Ja, dann sage ich doch mal, alles Stufe 1, wir nehmen einfach mal das erste. So, das ist, oh Gott, da hinten. Oh Gott, ist das in der Nähe von unserem Western? Warte mal, ist das unsere Westernstadt? Müssen wir jetzt da hin? Yes! Wir müssen zur Westernstadt, weil da wollte ich so oder so hin. Weil wir wollten ja vielleicht nochmal ein paar weitere Häuser uns da angucken. Deswegen ganz nice, dass jetzt da unsere Aufgabe auf jeden Fall ist. Und dann machen wir uns jetzt erstmal direkt straight auf den Weg dahin. Bis gleich. Ah, so, okay. Endlich angekommen in der Westernstadt. Hier waren wir ja schon letzte Mal in der letzten Folge. Aber wir wollten uns ja hier auf jeden Fall noch weiter umschauen, weil wir wollten ja Cooking Stuff finden. Also hauptsächlich Getränke. Aber wir gucken jetzt mal uns ein bisschen hier um. Mal schauen, was wir hier so schön finden. Wir finden auf jeden Fall ein paar Besuche. Oh Gott, der ist ja ein bisschen flink unterwegs. Warum ist denn der so flink? Okay. Jetzt ist er Geschichte, aber wir können auf jeden Fall jetzt hier in Ruhe Sachen finden. Gut, nächstes Häuschen. Beziehungsweise wir können ja später hier nochmal kleinen unseren Rundlauf machen. Ich glaube, wir machen als erstes erstmal unsere Mission. Oh Gott, hier ist eine Schlange. Okay, die haben wir jetzt kaputt gemacht, sehr gut. Das war ja eine kleine Überraschung, dass da eine Schlange war. Aber gut. Dann nehmen wir das hier auch noch mit und... Warte mal, warum habe ich die hier eigentlich? Achso, deswegen. So, dann nehmen wir natürlich noch die Schlange mit. Das Fleisch, was wir gut wieder braten können in der Nacht. Wo wir dann unseren Cooking Simulator durchführen. So, das heißt aber, wir gehen jetzt trotzdem erstmal Richtung Haus, wo wir hin wollen sollen. Wegen unserer To-Do. Weil den Rest, den gucken wir uns dann einfach... später an. Auf dem Rückweg. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen durch, gehen wir noch ein bisschen looten gleich, wenn wir die Mission soweit durch haben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vorher sollten wir vielleicht noch eine Kleinigkeit essen und trinken. Getränke ist so ein Ding, ne? Das hatten wir, ist ja leider bei uns so. Essen geht, also Essen haben wir echt gut, aber die Getränke sind semi-gut. So, das ist erstmal das Haus, was wir säubern sollen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier wieder ein bisschen looten, bevor wir jetzt hier quasi die Mission starten. Das Looten, ich weiß gar nicht, ihr habt ja jetzt in den letzten Folgen gesehen, das Looten, oh Scheiße, das Looten nehme ich ja meistens raus, das erste Looten. Wollt ihr das eventuell auch sehen? Also ich werde es jetzt auch gleich wieder rausschneiden, wir machen jetzt hier noch die Big Mama. Aber lasst es uns gerne mal in den Kommentaren wissen, ob das euch so gefällt. Und dass wir vielleicht nur die Missions als solches quasi mit ins Video nehmen. Aber gut, wir werden jetzt nochmal quasi das vorlooten und sehen uns dann gleich wieder hier an der Ecke, wenn wir die Mission starten. Bis gleich. So, okay, wir haben jetzt die erste Runde durchgelootet. Wir sehen jetzt hier, unser Inventar ist wieder verdammt voll. Wirklich verdammt voll, aber wie ich sehe gerade, wir haben einen besseren Bogen gefunden. Perfekt. Und wir haben eine Panzerplatten-Mod gefunden. Jetzt können wir natürlich gucken, ob wir das Ganze hier irgendwo modifizieren können. Ja, können wir sogar. Sehr geil. So, dann haben wir nämlich noch ein bisschen Platz gefunden. Wir haben auch ein paar Essenssachen gefunden und so weiter und so fort. Soll uns aber gar nicht weiter stören, sondern wir werden jetzt erstmal die Mission starten. Und werden mal gucken, was sich jetzt hier alles so verändert. Und wen oder was wir hier jetzt in der Nähe haben. Zum Beispiel ihmchen. Alter, ist ja gut, ey, Junge. So, jetzt säubern wir hier natürlich die ganzen Zombies. Und können, wie gesagt, doppelt looten. Mal gucken, was wir alles wirklich mitnehmen können, ohne dass wir Sachen hier lassen müssen. So, im ersten Durchgang hatten wir jetzt leider Gottes hier auch überall, so versteckte Sachen hier oben. Lass mich doch mal hier springen kurz. Wie zum Beispiel hier, hier haben wir jetzt wieder so einen Rucksack. Den werden wir natürlich erstmal auch wieder hier befreien, damit wir hier wieder reingucken können. Den habe ich aber hier jemanden noch gehört in der Nähe. Das ist die Frage, wo ist derjenige? Müssen wir gleich mal draußen schauen. Wieder was zu trinken, sehr gut. Ja, oder was stört denn hier?
Von wo denn? Hallo? Wo ist denn jetzt die Action? Jetzt gehe ich einmal hier außen rum, mal gucken, ob jetzt hier vorne Action irgendwo ist. Nirgendwo. Hier unten ist einer. Okay, der ist jetzt tot. Wo ist denn der Rest? Ach, da hinten ist noch einer. Okay, wait a second. Hello, Mister. Mich jetzt hier aber nicht treffen, ne? Boah. So, okay, der ist weg. Ich höre hier draußen schon wieder jemanden rumrennen. Ach, hier ist noch eine kleine Lady. Lady. Bitte kommen Sie. Okay. Eine Lady ist auch down. Das heißt, wir können jetzt hier einmal nach oben. So, sind wir jetzt hier wirklich alleine? Nee, sind wir natürlich nicht. Okay, jetzt sind wir aber alleine, würde ich sagen. Hier oben ist noch eine Loot-Drop-Kiste, aber wir haben hier noch genug Stuff. So, jetzt heißt es, wir müssen hier wieder kurz ein bisschen Adventure-Time machen, damit wir hier an die Kiste kommen. Damit wir die Kiste natürlich öffnen können und wir dann quasi unsere erste To-Do, unser erstes Tages-To-Do für heute geschafft haben. So, jetzt heißt es aber im Umkehrschluss, aber haben wir jetzt alles? Ja, kehre zurück zum Händler, okay. Richtung Händler. Auf dem Weg. Dann ganz kurz einen Abstecher nach Hause, um uns leer zu machen. Also, Step 1. Händler, Mission abgeben, Mission holen, nach Hause. Und zu Hause einmal leer machen. Und dann gehen wir entweder auf Mission oder suchen den Loot Drop. Im besten Fall ist der Loot Drop eventuell sogar da, wo wir auch unsere nächste Mission haben. Das wäre natürlich auch ganz nice. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier wieder beim Händler angekommen und während wir beim Händler angekommen sind, ist hier auch irgendwo der Loot Drop fallen gelassen worden. Jetzt müssen wir nur herausfinden, er ist da hinten irgendwo. Das heißt, wir müssen wieder Richtung Westen eventuell. Das wäre natürlich die beste Variante, wenn wir Loot Drop mit Mission versuchen zu kombinieren. Ja, das heißt, wir könnten nochmal gucken, ob wir jetzt wieder eine Mission bekommen, die hinten wieder bei dem, ich sag jetzt mal Western, bei der Westernstadt ist. Schauen wir mal. Incredible. So, okay, beseitige Zombies, alles im Westen, alles, da, in der Ecke, das heißt, wir nehmen wieder die erste Aufgabe und wir gucken jetzt mal ganz kurz auf die Map. Okay, unsere Aufgabe ist hier und hier ist unser Abwurf. Das heißt, wir gehen als erstes nach Hause, machen uns leer, dann gehen wir zum Abwurf und dann säubern wir die Stadt wieder. That's the plan. So, jetzt sind wir hier zu Hause angekommen. Jetzt können wir uns erstmal kurz leeren, ne? Also was wir alles nicht benötigen, können wir einfach mal hier rüberschmeißen. So, okay, jetzt haben wir alles soweit wieder in die Kisten gepackt und wir machen gerade nebenbei noch ein bisschen Wasser. Weil wir haben jetzt noch zweimal Honig. Ansonsten haben wir an Getränken und Essen halt nicht wirklich viel. Uns machen die Suppen leider auch nicht wirklich was mit, also nur Nahrung halt. Wir haben zwar ordentlich an Suppen, aber weiß ich nicht, ob wir das wirklich mitnehmen wollen. Also ist halt schwierig. Ansonsten haben wir getränketechnisch gar nicht wirklich mehr was am Start, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bis auf, wie gesagt, jetzt das Wasser, die zwei Sachen, die wir jetzt uns fertig machen. Das ist natürlich, sage ich jetzt mal, semi-gut, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Weil Wasser ist schon halt recht wichtig. So, wir haben noch zweimal Honig. Das werden wir jetzt auch mitnehmen, weil wir haben sonst gar nichts mehr. Weil das Wasser wird hier eben halt einfach noch ein bisschen brauchen. Wobei wir können jetzt noch gucken, ob wir daraus dann eventuell aus dem Almwasser noch Tee machen. Den wunderschönen Goldrutentee. Wir können aber auch kurz warten, noch 20 Sekunden, dass wir den anderen Tee, dass wir gleich zweimal machen. Und die Sachen eventuell noch mitnehmen, vorsichtshalber. Bevor wir uns jetzt hier gleich auf die Reise machen. Das werden wir auch so machen. So, unser Tee ist soweit fertig. Das heißt, wir können jetzt hier alles soweit mitnehmen. Wir haben jetzt zweimal Tee. Wir haben jetzt natürlich sehr viel Zeit verbraten, indem wir jetzt einfach hier mit dem Kochen uns haben Zeit gelassen. So, das heißt jetzt aber im ersten Step, wir trinken erstmal was. Und machen uns dann jetzt erstmal auf den Weg Richtung, Richtung Drop, würde ich als erstes sagen. Und danach Richtung Mission. Mission Impossible. So, jetzt wird es erstmal dunkel.
Na, das wird ja interessant. Mal gucken. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn wir bei dem Drop angekommen sind. Mal schauen. Also, okay. So, der Drop ist nur noch 500 Meter weg. Das Wetter spielt hier aber auch gerade verrückt. Ein komplettes Gewitter haben wir hier. Plus die nette Dame. Da habe ich... Also, meint ihr, Zombies könnten auch sich erkälten? Also krank werden? Wäre das eine Möglichkeit? Oder sind die einfach komplett immun, weil sind eh schon tot? Ja, wäre auch eine Überlegung. Und was mich eben halt auch wundert ist, kann uns bei dem Gewitter irgendwas passieren? Also wir haben zwar unten, sehen wir es ja hier links neben mir, sehen wir ja, dass ich zwar ein paar Sachen bekomme, ne, wie ich bin nass zu 96,7% und mir ist kalt. So, aber es hat anscheinend, ich sag jetzt mal, bis auf die Effekte, dass sie dastehen, keinen größeren Einfluss auf mich. Interessant auf jeden Fall. Mal schauen. So, vielleicht wird es ja auch, wenn wir, umso näher wir da hinkommen, vielleicht wird es ja auch umso besser. Wer weiß. Ja, und ich hoffe mal jetzt, dass der Abwurf-Drop nicht wie in der letzten Folge in dem Gebiet ist, in dem Ödland-Gebiet, wo wir letztes Mal auch dran waren. Weil es, muss man auch sagen, Ödland ist halt, ne, heißt ja nicht umsonst Ödland. So, daher, aber es sieht erstmal gut aus. Glaube ich. Also wir streifen zwar das Ödland, aber ich glaube nicht, dass wir da rein müssen. Wobei, hier fängt ja das Ödland an, oder? So, hier ist das Wetter auch gleich schon mal wieder komplett anders. So, hier haben wir wieder eine nette Lady. Lady. Hello. Oh. Ist noch nicht tot. Okay, wir laufen mal vielleicht nicht ganz beim Ödland dran, sondern wir versuchen mal so ein bisschen außen rum zu laufen. Anscheinend ist der Drop schon wieder im Ödland. Was für eine Scheiße. Warum denn? Okay, jetzt müssen wir hier vorsichtig sein. Ja, wir sind im Ödland. Na, ist ja ein Träumchen. Es gibt einen Bären. What the fuck? Also nicht nur, dass da ein Bär ist und da eine Big Mama, sondern wir sind ja hier jetzt auch in diesem wundervollen, sagenumwogenen Ödland. Ich freue mich. Worüber ich mich nicht freue, ist, dass hier irgendwelche... Also ich glaube, gegen den Bären habe ich keine Chance. Gegen die Mutti? Ja. Gegen den Bären? Nein. I don't like. Also wirklich, ich mag das gar nicht. Kann der Bär woanders hingehen? Er geht direkt zur Kiste. Er geht direkt zur Kiste. Er ist... Als ob er mich trollen will. Okay, die Mama, die muss ich auf jeden Fall kaputt machen. Das ist ja mal gar nicht so gut. Okay, ich muss gucken, dass der Bär auf jeden Fall weg ist. Die Mama muss ich hier erstmal kurz einen Prozess hier mal machen mit dir. Mäuske. Okay. Verpissung. So, der Bär sieht uns noch nicht. Ich glaube, das könnte jetzt die letzte Folge für heute sein, Freunde. Wir versuchen mal an den Bären vorbeizulaufen. Wir müssen aber trotzdem ein bisschen auf den Boden achten. Nicht, dass wir in so eine Mine reinlaufen. Ich glaube, der Bär, der verfolgt uns ziemlich hart. Und ziemlich schnell. Lass uns wegrennen. Lass uns einfach wegrennen. What the fuck? Ich bin sowas von hier weg. Jetzt müssen wir wieder darauf achten. Okay, der Bär ist nicht scharf auf uns. Okay. Jetzt müssen wir ganz kurz hier nochmal ein bisschen auf den Boden gucken. Nicht, dass uns jetzt hier gleich uns eine Mine auseinander nimmt. Weil das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Oh. Okay. Hier sind wir, glaube ich, wieder auf der sicheren Seite. Oh Gott, das war jetzt aber... Oh, da ging mir ein bisschen der Stift, muss ich sagen. So ein bisschen. So, du kriegst jetzt hier noch ein bisschen was auf die Mütze. Piss dich. Alter, der ist aber geflogen. Okay.
So, ich bin weiterhin durstig. Wir werden uns mal noch ein Getränk nehmen. Und machen uns jetzt auf den Weg. Alter, ich bin gerade... Es war wirklich... Also das mit dem Ödland war gerade not the best idea. Aber wir haben es geschafft. Ey, wir haben es hinbekommen. So, das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Mission. Mission Control. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder da. Bis gleich. Okay. Die erste Loot-Runde haben wir durch. Wir gucken mal ganz kurz rein. Wir haben ein paar Sachen gefunden, wie zum Beispiel wieder Magazine. Die werden wir natürlich erstmal wieder haben. Wir haben hier ein bisschen Käfchen. Wir haben hier wieder eine neue... neues Utensil, was wir aber zerlegen, weil das brauchen wir nicht. Wir haben eine geile, nice Hose. Die können wir sogar tragen. Weil dann zerlegen wir natürlich die Stoffhose. Wir haben einen Vorschlag, einen Eisenvorschlag haben wir gefunden. Okay. Wir haben ja noch aus dem Drop, haben wir ja noch die Zeitschriften. Die werden wir natürlich erstmal hier wieder alle lesen. Dann haben wir natürlich auch noch die Rüstungsgeschichten. Nice! Okay, cool. Das heißt, wir haben unser Inventar quasi wieder aufgeräumt, haben ein paar geile Sachen gefunden und würden jetzt einfach mal die Mission starten. Und dann gucken wir mal gemeinsam, was es hier so noch so Schönes wieder zu erkunden gibt. Weil, ich sag mal so, das Ganze hier ist ziemlich übersichtlich, muss ich sagen. Da haben wir schon mal den ersten Gast. Okay. Na gut, dann warten wir mal, bis er hier wieder die Tür ein bisschen kaputt macht. So wie jetzt. Perfekt. Dankeschön. Da haben wir sogar noch einen zweiten Gast. Nicht sehr gut. Wir haben sogar noch einen dritten Gast. Na, nice. Aua. Und einer von denen hat mich sogar getroffen. Das finde ich jetzt aber nicht so nett von euch. Gerade von dir finde ich das nicht so toll. Okay, drei Leute. Drei Leute niedergestreckt. Das gefällt mir. Das ist gar nicht mal so schlecht. Habe ich hier nicht gerade noch was gehört? War hier gerade nicht noch jemand? Ach, hier unten. Aua! Wie soll ich dich denn kaputt machen? Warte. Okay. Jetzt haben wir geklärt. Okay. Sehr gut. Wir haben hier noch einen Wandtresor. Okay. Kann ich den Wandtresor anders öffnen? Geht das? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann jetzt nicht hier rundherum kloppen, sodass er dadurch kaputt geht. Gehe ich jetzt nicht von aus. Natürlich nicht. Okay, das heißt, wir könnten uns die Mühe machen. Hier ist meine Tasche. Und den Tresor versuchen kaputt zu machen. Vielleicht ist ja da geiler Stuff drin. Wir können aber erstmal nochmal ganz kurz außen rum schauen, ob wir hier noch irgendwelche Sachen übersehen haben. Aber ich glaube, das war es eigentlich im Großen und Ganzen mit dem Häuschen. Oder auch nicht. Hier ist sogar noch eine kleine Tür gewesen. Okay. Nice to know. Aber wir sind eigentlich ganz gut aufbereitet, ne? Also das heißt, wir könnten jetzt wirklich gucken, ob wir jetzt den Safe hier mal uns hier die Mühe machen, weil wir haben es jetzt 17 Uhr noch was. Wir hätten eigentlich genug Möglichkeiten. Das machen wir jetzt auch. Wir schlagen jetzt hier diesen wunderschönen Safe kaputt. So, die letzten Schläge sind da. Oh, wir haben es gleich geschafft. Und der Safe ist open. Und es hat sich kein Millimeter gelohnt, den Schwachsinn zu machen. Okay. So, währenddessen machen wir, während wir uns jetzt auf den Weg machen, essen wir noch eine Kleinigkeit. So, und dann sehen wir uns gleich wieder beim Händler und dann geht's ab nach Hause. Bis gleich. So, jetzt haben wir es langsam wieder zum Händler geschafft. Jetzt sind wir wieder hier. Gut. Weil wir werden jetzt unsere Missionsaufgabe nochmal abgeben. Werden nochmal gucken, ob wir beim Händler noch irgendwas an Getränke wieder kaufen können. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz in seinem Inventar nach, ob wir was Schönes noch finden. Ja, er hat nochmal Wasser im Angebot. Das holen wir uns natürlich sofort. Instant. Er hat auch noch einen Kochgrill. Haben wir denn noch so viel Kohle für einen Kochgrill? Ja, dann nehmen wir einen Kochgrill noch mit. Und das war's. Mehr können wir uns dann schon wieder gar nicht leisten. Okay. Jetzt gucken wir nochmal hier draußen, ob wir hier draußen nochmal was Schönes irgendwie zu trinken noch mitnehmen können. Vielleicht doch nochmal eine Runde Wasser? Nein, können wir nicht. Weil wir haben... Nichts. Nichts. Keine Kohle, kein gar nichts. Okay. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Hause und überlegen uns, was wir jetzt in der Nacht machen. Wir können ja natürlich wieder eine kleine Koch-Session machen, logischerweise. Wir könnten uns aber auch überlegen, ob wie wir am dümmsten, also wir können kochen und uns überlegen, wie wir am dümmsten das Labyrinth quasi bauen. Ja? Für den bevorstehenden Blutmond. Müssen wir mal gucken, wie wir das am
blödsten und am dümmsten bauen, weil Materialien dürfte ich jetzt eigentlich en masse haben. Ich habe, glaube ich, über 2000 Holz oder so. Das heißt, wir können auf jeden Fall ordentlich bauen. Und wir könnten eigentlich dann auch gucken, wenn wir schon bauen können, wir könnten ja schon mal schauen, ob wir die Sachen positionieren, wie wir das Ganze vorhaben zu bauen. So, wir nehmen uns jetzt mal ein paar Blöcke. Sagen wir mal, wir machen 50 Blöcke. Fertigen wir 50 Blöcke. So, und die packen wir quasi hier hin. So würde ich sagen, fangen wir den ganzen Kladderadatsch an. Ne, das machen wir das Ganze auch insgesamt wieder 3 hoch. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Dann machen wir hier vorne nämlich nochmal so ein paar schöne Sachen rein. Hier bauen wir uns dann noch ein paar Minen hin. So, sage ich jetzt mal, gefällt es mir. 2 hours later. Okay, so. Damit haben wir jetzt unseren letzten Block quasi einmal durch. Wir haben jetzt hier quasi unser Labyrinth, soweit wie es geht. Oh, ich sehe da hinten, habe ich noch eine Ecke vergessen. Oh, hier habe ich auch einige Ecken vergessen. Haben wir jetzt, soweit wie es geht, verbessert. Also wie gesagt, soweit wie wir konnten. Damit das Ding hier erstmal in der Nacht quasi überlebt. So sieht das Ganze jetzt aus. Also die Leute sollen hier quasi reinkommen. Und hier vorne werden wir ja schon die ersten Traps quasi bauen. Ne? Wir werden hier was bauen, wir werden dort was bauen. Wir werden hier auch durchgängig quasi noch Fallen mit reinbauen. Wir werden hier auch Minen mit reinzwängen. Sodass, wenn sie hier durchkommen, dass... ja, sie brauchen auf jeden Fall eine Menge. Sie müssen einiges aushalten können. So, hier vorne natürlich auch. Und wir können hier oben, hier drüber... Können wir eben halt auch gucken, ob wir die eben halt dann quasi schon mal immer wieder neu platzieren können. Vielleicht können wir auch Sachen gegebenenfalls von hier oben auch direkt reparieren. Ne, dass wir dann hier sagen, okay, wir reparieren den ganzen Kram. Dazu müssen wir dann aber natürlich auch wieder die Ressourcen vorrätig haben. So, heißt aber als erstes, okay, wir haben jetzt soweit schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Ganz geil. Jetzt machen wir uns wieder auf in unseren Cooking Simulator. Und werden jetzt erstmal hier ein bisschen, beispielsweise, Wasser gar nicht. Sondern was wollen wir denn jetzt alles so Schönes herstellen an Nahrungsmitteln? Weil wir können uns jetzt richtig schönes Essen machen. Wir können uns aber auch erstmal Speck mit Eiern machen. So, das werden wir erstmal... So, dann machen wir uns danach gegrillten Mais. Ja, gegrillter Mais, da sehe ich mich auch. Wir können uns wieder Tee machen, aber nur 2-mal. Weil uns fehlt halt immer wieder das Wasser. Wasser ist A und O und das fehlt uns am meisten. Also essenstechnisch haben wir echt gut viel dabei. Also ist schon mal nicht so verkehrt. Wir können uns, glaube ich, noch gebackene Kartoffeln könnten wir uns noch zubereiten. Die machen wir uns dann auch nochmal dazu. Ja, dann würde ich sagen, ist es jetzt hier unsere kleine Cooking Station, wo wir jetzt einfach ein bisschen abwarten, würde ich sagen. Oh, dann gucken wir mal, wie es denn aussieht, wenn denn das ganze Essen soweit fertig ist. Und sehen wir uns gleich wieder. So, während das Essen jetzt hier vor sich her kocht, also wir haben ja schon mal hier schon mal ein bisschen was. Sehr lecker. Können wir uns ja nochmal kurz schlau machen, weil wir haben ja auch Fertigkeitspunkte wieder bekommen. Und zwar 4 Stück. 4 an der Zahl. Jetzt wäre die große Frage, was machen wir? Machen wir weiterhin auf Stärke. Weil wir brauchen für Level 10, damit wir Prügelknabe quasi... unendlich machen können. Wir können ja mal gucken, was macht denn Prügelpeter überhaupt? Prügelpeter hat sich einmal mit nichts als einem Knüppel bewaffnet mit 50 Zombies angelegt und der wäre stolz auf dich. Knüppel verursachen 50% mehr Schaden, Angriffe fügen betäubten Gegnern 200% mehr Schaden zu und kräftigen Angriffen haben eine Chance von 100%. Gegner werden zu Boden zu werfen. Todesstöße gewähren 30 Ausdauer. Bei 3 aufeinanderfolgenden Treffern in kurzer Zeit verursacht der letzte 100% zusätzlichen Schaden. Finde mehr Knüppel und Teile in der Beute. Wäre gar nicht so verkehrt, würde ich sagen, das eventuell aufzuleveln. Dazu muss ich aber, wie gesagt, auch ein paar Points hier drin wieder freischalten. Und zwar 2, 4, 6. Ich habe aber nur 4. Das heißt, ich könnte nur bis Bestie vorgehen. Das kostet jetzt 3 Punkte. Oh. So viel dazu. So, dann haben wir das Ganze soweit schon mal ausgedüdelt. Was wir jetzt noch gucken können, ist bei Munition. Nee, bei... Wo war denn letztes Mal die Minen?
die wir hatten, die Bonbonminen. Genau, was brauchen wir denn dafür? Eisen, Schießpulver, Nägel und Klebeband. Okay. Dann suchen wir uns mal die ganzen Utensilien soweit raus. Nein. Was ist das denn? Metallstachelmod? Warte mal. Können wir mit diesen... Warte mal, kann ich meinen Knüppel noch besser machen? Und ich habe die ganze Zeit die Utensilien schon hier? Das wäre jetzt natürlich nicht so gut, aber würde mich auch nicht wundern, wenn es so wäre. So, jetzt lass uns mal ganz kurz gucken, ob wir hier noch diese Modifikation... Wie konnten die Modifikationen die ganze Zeit auf unseren Knüppel ballern? Ich glaub's ja. So, weil dann können wir nämlich wieder anfangen mit den Bonbonminen. Weil davon brauchen wir halt wirklich eine Menge. Das heißt, wir haben jetzt auch nur 5 Minen. Jetzt können wir mal draußen gucken gehen. Weil wir könnten ja die Minen eventuell sogar schon mal platzieren. Ich sehe gerade, ich habe hier noch nicht alles verbessert. So, okay. So, weil die Minen, die könnten wir nämlich schon platzieren. Zum Beispiel könnten wir eine Mine direkt hier hinlegen. Wobei hier müssten wir vorsichtig sein. Wobei, das kann ich auch von der anderen Seite machen. Legen wir eine Mine schon mal hier hin. Die zweite dann quasi hier. Aber wir machen noch eine hier hin. Wo könnten wir denn noch eine platzieren? Wir könnten hier noch eine platzieren. Ich hoffe mal, dass die jetzt, wie gesagt... Oh, wir haben sogar noch eine. Die letzte würde ich mir aufheben. Ich hoffe mal, dass wir wirklich, dass sie keinen Schaden machen an unseren Strukturen. Das wäre halt recht wichtig. Aber müssen wir halt gucken. Also, ich brauche doch mal Stachel. Wir können sogar einen Stacheldrahtzaun bauen. Das mal einfertigen. Ich will mal ganz kurz wissen, wie die aussehen. Wenn ich so einen Stacheldrahtzaun baue... Hält der mehr aus? Wir stellen mal 10 Stück her. Das gefällt mir, das gefällt mir. Das ist... gar nicht mal so schlecht. Das wollte ich eigentlich nicht. Das gefällt mir sogar sehr gut. Okay, cool. So, dann machen wir noch mal ein paar Holzstachelfallen. So 20 Stück ungefähr. Dann packen wir da nämlich noch eine Mine hin. Das wird richtig geil. Das gefällt mir richtig gut. So, jetzt packe ich hier nämlich noch eine Mine hin. Das wird mega. Flupp. So, und das da mache ich dann einfach nur zu. Geil. Okay, cool. Ja, dann haben wir doch unser Labyrinth eigentlich quasi schon fast ready. Ready to go. Unser kleines Fallenlabyrinth hier. Finde ich als kleine Vorbereitung richtig gut. War wirklich gut. Ja, das sage ich jetzt mal, sagt mir richtig gut zu. Haben wir eine Menge geschafft, eine Menge gebaut, eine Menge gemacht. Wir haben es auch damit die Nacht schon fast wieder überstanden. Was natürlich auch nochmal richtig geil ist. Das finde ich awesome. Also richtig, richtig gut. Ja, Labyrinth haben wir gebaut. Also wir haben auch wieder eine sehr viel geschafft, muss ich sagen. Wirklich schöne Sache. Schöne Geschichte. Weil das hier vorne ist, gefällt mir sehr gut. Sehr gut. So, jetzt können wir, wenn wir eh schon hier draußen sind, können wir ja eh gleich mal hier ein paar Sachen wieder verbessern. Die wir bis dato übersehen haben. So, hier vorne haben wir auch nochmal schön. Ja. Das sieht richtig gut aus. Das gefällt mir richtig gut, unser Maze. Das gefällt mir. So, hier draußen haben wir erstmal auch... Oh Gott, jetzt ist ja unser unser Knüppel sieht ja durch die Mod, die wir jetzt noch haben, die wir noch mit reingeklatscht haben, sieht ja auch gefährlich aus. Gefährlich, gefährlich. Oh Gott, warte mal, hier könnte das... Ich glaube, hier muss ich...
Eine Etage höher bauen. Das könnte sonst zu einfach sein, dass die Leute hier hochjumpen. Ich glaube, hier muss ich nochmal, hier muss ich nochmal ran. An die Nummer. Ich glaube, hier muss ich nochmal, hier vorne, gerade hier, sind es halt nur zwei. Hier sind es drei, hier sind es zwei. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal eine Etage höher bauen. Die Blöcke haben wir jetzt. Jetzt müssen wir nur gucken. Oh ja, okay. Jetzt fehlt uns wieder an Materialien. Das heißt, jetzt heißt es wieder Baum fällen. Wir brauchen wieder Holz. Holz, 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 Holz. So, jetzt haben wir erstmal wieder genug Holz gesammelt. Wir haben jetzt ungefähr 1500 Holz jetzt quasi wieder gesammelt. Haben uns hier hinten einmal durchgeforstet. Man sieht auch, ich habe wirklich eine Menge schon abgeholzt. Und jetzt machen wir uns erstmal wieder auf den Weg Richtung Händler. Weil der dürfte ja jetzt auch wieder offen haben. Und wir haben schon wieder Durst. Es ist halt die Hölle mit dem Durst. Ich sag's, wie es ist. Es ist nicht so schön, nicht so einfach. Aber was soll ich halt machen? Ich habe keine Kohle, kein nix, um mir noch weiter Getränke holen zu können. Leider. Also ich jetzt gerne auch anders. Aber gut. Jetzt gehen wir erstmal wieder Richtung Händler. Wir müssen mal gucken, genau, was wir denn in dem morgigen Tag alles machen wollen. Weil, wie gesagt, unser Labyrinth haben wir jetzt fertig. Quasi. Also noch nicht ganz. Wir müssen noch zwei, drei Sachen verbessern. Aber im Größten und Ganzen steht eigentlich unser Labyrinth. Finde ich ganz geil. Wir haben zwei Missionen geschafft, wie wir sonst auch mal benötigen. Und, wir haben natürlich unseren Loot Drop wieder abgeholt. Was natürlich auch ganz geil ist. So, das heißt, ich würde mal sagen, wir haben einen erfolgreichen vierten Tag gehabt. Ich freue mich auf den fünften Tag und wir kommen dem Finale immer näher. Also schaltet morgen wieder ein, wenn es wieder heißt 7 Days to Die, Tag 5. Und ich danke wie immer fürs Einschalten. Ich hoffe, euch gefällt das Labyrinth. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.